Bildstabilisator hat es halt nicht drinnen. Ja, wäre halt vielleicht fürs Filmen ganz nett gewesen. Nur der Punkt ist halt auch der, dadurch, dass es so lichtstark ist, habe ich sowieso relativ kurze Verschlusszeiten beim Fotografieren eben, dass eigentlich ein Verwackeln dann kaum oder halt eher unmöglich ist. Deswegen verzichtet man halt wahrscheinlich aus Kosten- und Gewichtsgründen darauf. Wie gesagt, beim Filmen ist es vielleicht ein bisschen schade, aber da muss man halt dann damit zurechtkommen. Also mein erster Eindruck ist durchaus sehr positiv. Weiß nicht, ob ich jetzt da noch einen Vergleich machen kann. Ja, wir könnten. Ich mache das Ganze halt jetzt ohne Stativ, weil es ich jetzt das Stativ für das Video brauche. Aber ich nehme jetzt mit diesem Objektiv und versuche möglichst die gleiche Position nachher zu haben. Blende 1,4. ISO stellen wir auch auf den gleichen Wert, also 200. Nein, eigentlich muss ich manuell aufnehmen. Manuell. Weiß ich nicht, 1/40. Blende 1,4 nehme ich jetzt hier. Und ISO 400. Also 40, 1,4, 400. So, das überbelichtet jetzt natürlich. Dann nehmen wir nur 100. Das 40 immer noch. Ne gut, nehmen wir 250. 1,4 ISO 100. So. Und jetzt das gleiche mit dem 2.0. So, Kamera ist ziemlich genau in der gleichen Position. Einstellungen sind gleich. Fokuspunkt versuche ich auch gleich zu legen. Und ich drücke ab. So, genau, da sieht man dann schön, dass Tiefenunschärfe wesentlich geringer ist. Also es ist nur weniger scharf bei der größeren Blende. Und in dem Fall haben wir halt dann auch eben 24 zu 22, also ein bisschen eine andere Brennweite, aber aufgrund von der. Man sieht auch schön, dass es wesentlich heller ist. Gut, das war es soweit. Ich werde das jetzt dann vorsichtig da wieder verschließen, alles. Das muss ich mir dann logistisch überlegen, wo ich was drauf montiere. Und ja, ich versuche das nicht immer alles zu oft hin und her zu montieren und auch diese Deckeln nicht immer rauf und runter zu schrauben. Ich denke, naja, ist das schon alles sehr massiv, aber auswerkeln mag ich es auch nicht. Aber ich werde sicher mal die nächste Zeit das neue Objektiv verwenden. Einfach mal auch um daran zu gewöhnen, wie das ist und so weiter.